Ja, hallöchen zusammen. Es ist mal wieder ich, euer Garten- und Küchenfuchs, live aus dem Katastrophenfallgebiet Bayern. Nein, nicht live. Ihr wisst, was ich meine. Es ist hier Zeit zum Frühstück. Eigentlich würde ich mir ja jetzt einen halben Laib Brot einverleiben. Also mein normales Frühstück, aber da ja irgend so ein Trottel, das ganze Mehl, oder so ein paar Trottel, das ganze Mehl gehamstert haben, kann ich kein Brot backen. Und das vom Bäcker, das schmeckt einfach nicht. Das Einzige, was ich jetzt noch da habe, ist ein bisschen Toast. Und jetzt gibt es halt den. Egal. Herzlich willkommen zum dritten Corona-Podcast aus dem Katastrophenfallgebiet Bayern. Ihr seht, mir geht es immer noch gut. In meinen anderen Videos erkennt ihr, dass es auch gartenmäßig keinerlei Einschränkungen gibt. Ja, also, heute ist der erste Tag, an dem die Geschäfte geschlossen haben. Ausnahmen bilden Lebensmittelläden, Friseure, keine Ahnung, warum die jetzt so wichtig sind, dass die offen bleiben. Egal. Optiker bleiben geöffnet. So Sanitär-Heinis haben auch noch geöffnet. Dann Baumärkte sind geöffnet. Und Tankstellen sind geöffnet. Genau wie Banken, Krankenhäuser und Arztpraxen. Das ist eigentlich ziemlich viel, was noch geöffnet hat. Egal. Gestern habe ich mit dem Ordnungsamt gesprochen, E-Mails hin und her geschickt und habe ihnen einen sehr schönen Vorschlag unterbreitet. In dieser Krise, niemand weiß ja, wie lange es andauert, anhält. Neueste Zahlen gehen davon aus, dass es bis zu 2 Jahre dauern kann, bis wir diese Pandemie im Griff haben, hier in Deutschland. Ja. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, würde ich sagen. Ich meine, die gute Nachricht ist jetzt erstmal, es gibt nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner. Vor allem in der Wirtschaft. Einst kleine, zum Beispiel Metzger, haben jetzt die Chance, größer zu werden. Einst kleine Zulieferer von Lebensmitteln werden jetzt größer werden, weil Lebensmittel eben das ist, was jetzt am häufigsten gebraucht und gekauft wird. Verlierer sind ganz klar Näh- und Häkel-Zubehörgeschäfte. Das
Das sind ganz klare Verlierer, weil die sind alle zu. Bordelle sind die nächsten Verlierer. Swingerclubs, alles geschlossen. Die richtig großen Verlierer sind die Inhaber von Bars und Kneipen. Und auch teilweise von Speiselokalen. Zum Beispiel in Forchheim hat der Gourmet-Tempel zugemacht. Ich habe zwar auf Facebook gepostet, dass es nur vorübergehend ist, bis Ende April oder so. Und dann wollen sie wieder aufmachen. Aber ich glaube, an diesen ganzen Geboten und Verboten über die Gastronomie hier in Bayern zugrunde gehen. Ja. Ich werde jetzt gleich mal in Richtung Rewe marschieren. Mein Glück heute versuchen, um an Hefe zu kommen. Vorgestern hatte ich Pech, gestern hatte ich Pech. Vielleicht habe ich heute mal Glück. Ja. Außerdem werde ich heute Tomaten pikieren, den roten Mangold endlich pikieren und werde dann dazu keine Videos veröffentlichen, weil Mangold habe ich euch schon gezeigt und Tomaten, da gibt es auch schon ein Video vom letzten Jahr. Muss ich nicht mehr nochmal machen. Mal schauen, wie die Situation im Rewe ist aktuell. Die Supermärkte suchen ja im Prinzip alle Aushilfen, weil sie jetzt nicht mehr nur einmal in der Woche beliefert werden, sondern jeden Tag. Die kriegen jeden Tag neue Lieferungen mit Lebensmitteln und die suchen händeringend nach Leuten, die die Regale auffüllen. Sei es Rewe, Lidl, Netto, Aldi. Die suchen alle aktuell Leute zum Regale auffüllen. Und wenn ihr gerade nichts zu tun habt, wenn ihr zu den Menschen gehört, die keine keine Arbeit nachgehen können, weil ihre Läden geschlossen wurden. Ich bitte euch, tut der Welt einen Gefallen, tut den Menschen einen Gefallen, den armen Menschen, die in den Supermärkten sich abstrampeln, jetzt durch die Ausrufung des Katastrophenfalls bis 22 Uhr und sonntags auch noch. Bitte entlastet die Leute ein bisschen, indem ihr euch dann freiwillig meldet, im Prinzip, um die Regale in den Supermärkten aufzufüllen. Bevor euch irgendwie die Decke auf den Kopf fällt, macht das bitte. Und an die Hamsterer dann da draußen, bitte, 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 hier von mir auch nochmal die Bitte, die Politiker legen es euch ans Herz, ich lege es euch ans Herz, bitte nicht hamstern. Denn das, was ihr hamstert, fehlt am Ende den Leuten, die es wirklich brauchen, die nicht mehr vor die Tür gehen sollen, den Risikogruppen, ältere Leute, kranke Leute. Also bitte, lasst das mit dem Hamster noch bitte endlich bleiben. An dieser Stelle geht nochmal ein riesen Dank an Peaceful Little Button. Sie hat gestern noch ein Video hochgeladen, das habe ich auch in meinem gestrigen Podcast noch in der Infobox verlinkt. Gemeinsam sind wir stark, würde ich mal sagen. Besten Dank für das Notfallpaket nach Zwickau.
Und ich verabschiede mich jetzt. Es sind schon wieder 10 Minuten Laberei. Wir sehen uns in meinem nächsten Video oder auch Podcast wieder. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Macht's gut. Also mit Ciao, ciao, Shalom und goodbye.